Okay, schönen guten Morgen. Wir sind erschüttert, wie viele Leute schon da sind um die Zeit. Wir dachten, wir können das hier so im kleinen Kreis machen, aber toll, dass ihr da seid. Okay. Ja, wir wollten euch heute etwas erzählen, und zwar was aus dem berühmten 57-Sekunden-Gesetz namens Meldegesetz wurde und was wir unternommen haben, um dieses Gesetz erfolgreich zu verhindern und wie der Stand der Dinge in dieser Sache momentan ist. Mein Name ist Katharina Nokun. Ich engagiere mich hauptsächlich beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, aber auch bei anderen Gruppen, die sich mit Datenschutz und Bürgerrechten im digitalen Zeitalter befassen. Ich arbeite als Referentin für digitale Verbraucherrechte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, der auch beteiligt war an der Kampagne gegen das Meldegesetz. Und ich kandidiere für die Piratenpartei Niedersachsen für den Niedersächsischen Landtag. Ich blogge auch, wäre schön, wenn ihr da vorbeischaut. Und falls ihr Fragen habt nach dem Vortrag, könnt ihr mich auch gerne anschreiben oder persönlich ansprechen. Ja, ich bin Rena Tangens. Mein Hintergrund ist eigentlich die Kunst, deswegen Art d'Ameublement, Kunst im Sinne Erik Satis. Ich bin Mitbegründerin des Föbot e.V., der seit diesem Jahr Digitalcourage heißt. Unseren Stand findet ihr auf derselben Ebene, da gleich um die Ecke. Und ich bin Organisatorin und Jurymitglied der Big Brother Awards, Datenschutz-Negativpreis, zu dem ihr übrigens herzlich eingeladen seid zu nominieren. Bis zum 31. Dezember nehmen wir noch Vorschläge entgegen und ich denke, hier sind eine Menge Leute, die da Ideen haben. Ja, erreichen könnt ihr mich noch unter föbot.org, bald aber auch unter digitalcourage.de und natürlich bei den Big Brother Awards. Und jo, los geht's. Ja, los geht's. Wir würden direkt mal starten, um zu visualisieren, worum es eigentlich geht. Es geht um ein Gesetz, das im Bundestag abgestimmt wurde und das vorher eigentlich sehr wenig Beachtung gefunden hat. Das fanden wir als Datenschützer sehr schade. Ja. Tatsächlich hatten wir das schon länger im Auge und es war aber lange unklar, wie es nun eigentlich verwirklicht wird. Ursprünglich war nämlich da ein zentrales Bundesmelderegister vorgesehen und es wurde lange hin und her diskutiert und dann war es plötzlich da. Ja, dann war es plötzlich da und wir hatten bei der Verbraucherzentrale Bundesverband auch ein Positionspapier zum Melderecht erarbeitet. Da hat sich eigentlich niemand für interessiert. Aber dann kam den Tagesordnungspunkt 21, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Fortentwicklung des Meldewesens. Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll genommen und wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.158 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 7.746 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen. Ich rufe. Geht zum nächsten. Ja, als kleine Erklärung dafür, für die Leute, die sich vielleicht fragen, ob der Bundestag in diesem Fall überhaupt beschlussfähig war. Ja, war er formell. Denn es ist so, solange keine einzelne Fraktion beantragt, die Beschlussfähigkeit zu prüfen, ist der Bundestag formell beschlussfähig. Und da keine Fraktion sich in diesem Fall dazu entschlossen hat, wie beispielsweise beim Betreuungsgeld diesen Schritt zu gehen und zum Hammelsprung aufzurufen, konnte beschlossen werden, dass das Melderecht jetzt erneuert werden soll, in einem sehr problematischen Sinne, aber wie wir später noch erklären werden. Dass so wenige Bundestagsabgeordnete dort anwesend waren, hat sehr viele empört natürlich. Man muss dazu aber wissen, dass das bei vielen Sitzungen passiert und dass es dazu eine Fairness-Vereinbarung gibt zwischen den Fraktionen, um die Mehrheitsverhältnisse zu wahren. Das ist das sogenannte Pairing-Verfahren. Das heißt, wenn ein Abgeordneter der Regierungskoalition einer Abstimmung fernbleiben muss, dann vereinbart man, dass auch ein Abgeordneter der Opposition dieser Abstimmung fernbleibt.
fernbleibt. Das macht man sehr oft, aus Praktikabilitätsgründen natürlich. Und in diesem Fall wurde das weitlich genutzt. Es waren wirklich, wie ihr gesehen habt, sehr wenige da. Aber es ist nicht möglich, dass jetzt zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, warum sind die Grünen und die Linken nicht vollzählig erschienen, dann hätten sie das Gesetz doch kippen können. Damit würden sie diese Vereinbarung brechen. Das macht man halt nicht. Das macht man nur, wenn die Abstimmung freigegeben ist und dann auch keine Rücksicht mehr auf Abwesenheit von einzelnen Abgeordneten genommen wird. Und so wichtig war es offensichtlich keiner Fraktion. Ja, und dazu muss man noch sagen, dass sich im Hintergrund auch noch einiges abgespielt hat in Sachen Fußball. Es war nämlich gerade EM und auch die Öffentlichkeit saß da eher vom Fernseher als vom Parlamentsfernsehen beim Stream. Und die öffentliche Aufmerksamkeit war ein bisschen runtergeschraubt. Eigentlich war viel Fußball im Fernsehen und keiner hat da so drauf geachtet. Aber was man so ein bisschen mitnehmen kann aus der Geschichte ist, dass es halt auch im Bundestag viele ungeschriebene Gesetze gilt, die auch dabei mithelfen, Gesetze zu schreiben. So, und jetzt seht ihr, wo wir sind, als diese 57 Sekunden laufen, und zwar hier bei der zweiten und dritten Lesung. Die erste Lesung hatte schon vorher stattgefunden. Und das nächste, was jetzt normalerweise passiert, das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz, das geht in den Bundesrat. Wenn der zustimmt, schwupp, dann muss nur noch unterschrieben werden und dann ist es Gesetz. In diesem Fall dachten wir auch, in dem Moment, wo das Gesetz so einfach in zweiter, dritter Lesung durch den Bundestag geht, haben wir eigentlich keine Chance. Was sollen wir da noch tun? Wir finden das Gesetz wirklich scheiße, aber was sollen wir tun? Das hier war dann die einzige Möglichkeit, wo man noch etwas unternehmen konnte. Ja, pikanterweise gab es an der Stelle vor dieser 57-Sekunden-Abstimmung in den Ausschüssen noch einiges, was an Diskussionen passiert ist. Denn eigentlich sah der ursprüngliche Gesetzesentwurf mal für Datenschützer gar nicht mal so gruselig aus, muss man sagen. Also es war eigentlich vorgesehen, dass eine Einwilligungslösung endlich kommen sollte. Zur Erklärung, es geht darum, dass die Daten bei den Meldeämtern durchaus auch abgefragt werden können von Unternehmen, von Privatpersonen, aber auch von Organisationen, Kirchenparteien und so weiter. Und momentan ist es so geregelt, dass das Länderrecht ist und es da eine Widerspruchslösung gibt. Das heißt, solange ich nicht formell Widerspruch einlege gegen eine Datenweitergabe, können diese Daten einfach weitergegeben werden, ohne mich darüber zu informieren. Und das sollte geändert werden, es sollte eine Einwilligungslösung kommen. So sah der ursprüngliche Entwurf aus. Ja, dann ging das aber durch die Ausschüsse und im Innenausschuss einen Tag vor der Abstimmung, was auch nochmal vom zeitlichen Faktor ein bisschen problematisch ist, wurde einfach aus der Einwilligungslösung eine Widerspruchslösung. Das ist eine sehr, sehr weitgehende Änderung, die da einfach einen Tag vorher noch reingebracht worden ist. Das kennt ihr vom Programmieren. Die Standardeinstellung ist das, was meistens nicht geändert wird. Und insofern kann man durch die Voreinstellung eines Programms halt sehr viel beeinflussen. Und an dieser Stelle sollte das halt im letzten Moment noch auf eine andere Standardeinstellung gedreht werden. Ja, und gleichzeitig war wie gesagt noch Fußball und von daher ist das so ein bisschen untergegangen. Und was auch noch sehr pikant war, war der Paragraph 44 in dem Gesetzesentwurf. Und da stand mehr oder weniger drin, dass Widerspruch zwecklos ist, wenn ein Teil der Adresse schon vorliegt oder ein Teil der Daten. Und die abfragende Institution oder Person diese Daten dann nur noch vervollständigen will. Aktualisieren möchte. Das Problem ist, dass die meisten dieser Anfragen im Endeffekt sogenannte Aktualisierungen sind. Und das quasi bedeutet, dass ich einmal meine Einwilligung irgendwo vielleicht gegeben habe und diese nie wieder zurückziehen kann. Also dieses Unternehmen wird dann immer an meine Daten vom Meldeamt drankommen. Das ist natürlich aus Datenschutzsicht vollkommen untragbar. Außerdem wurde noch die Zweckbindung für die Verwendung der Daten geschwächt, sodass Adresspooling möglich ist. Adresspooling, das bedeutet, dass die Daten einmal abgefragt werden vom Meldeamt und dann von der abfragenden oder vom abfragenden Unternehmen meistens dann in einen Pool gelangen und dann für alle möglichen Zwecke genutzt werden. Das also heißt, dabei geht es ganz konkret um Abfragen, die rechtlich okay sind, nämlich wenn jemand eine Rechnung nicht bezahlt hat, dann ist es klar, dass man dann die Person ermitteln können muss. Wenn so etwas einmal abgefragt wurde, berechtigterweise, dann gibt es sogenannte Adressmittler. Also in Berlin gibt es zum Beispiel Regis24, die machen das im Auftrag von anderen Firmen.
übernehmen die den Kontakt zum Meldeamt. Und die haben dann Daten abgefragt über Bürger und bewahren die dann einfach auf. Das heißt, die machen eine Paralleldatenbank auf und haben quasi ein paralleles Meldeamt dann bei sich laufen. Und das ist hochproblematisch, weil man gegen diese rechtlichen Interessen, beispielsweise bei Forderungen von Inkassounternehmen und nicht bezahlten Rechnungen, dagegen kann man halt auch nicht widersprechen, dass die Daten in diesem Fall weitergegeben werden. Von daher Widerspruch zwecklos in mehrererlei Hinsicht. So, hier haben wir nochmal eine Chronologie. Warum überhaupt dieses Meldegesetz? Das wurde notwendig wegen der Föderalismusreform. Damit ist das Melderecht nämlich zur Bundessache geworden. Bisher gelten noch die entsprechenden Landesgesetze. Und nur zur Klarstellung, die Landesgesetze sind kein Stück besser als das neue Melderecht, sondern im Gegenteil. Die meisten Landesgesetze sind sehr viel schlechter und haben nur die Widerspruchslösung. Insofern ist das neue Melderecht durchaus zu begrüßen. Und der ursprüngliche Kabinettsentwurf, den wir hier Ende 2011 hatten, der war nun auch gar nicht so schlecht, denn der hatte diese Einwilligungslösung. Dann gab es die erste Lesung im Bundestag am 26. April. Und in der Zwischenzeit hier so zwischen dem Kabinettsentwurf und der Lesung, da hat sich offensichtlich eine ganze Menge getan in Sachen Lobbying, denn es gab eine Menge Firmen, denen der Regierungsentwurf, der nun auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger als Justizministerin geschuldet war, die für eine Einwilligungslösung eingetreten ist, der gefiel eine Menge Firmen nicht. Das sieht man hier jetzt so in den offiziellen Dingern nicht, aber der entscheidende Punkt war dann hier, am 27. Juni wurde beim Innenausschuss eine veränderte Fassung eingebracht. Und das ist dann direkt hier im Bundestag in zweiter und dritter Lesung durchgestimmt worden. Und was danach kam, ist dann, der Innenausschuss hat darüber beraten und dann kam der Bundesrat. Und die Details, die weiteren, bekommen wir gleich. Ja, wir dachten, zur Auflockerung können wir noch einen Uhl des Tages vielleicht zitieren. Hans... Ja, Hans-Peter Uhl ist ist der Innenexperte der CSU und tut sich immer wieder durch Bonbons hervor. Und nachfolgende Dementis. Und nach dieser 57-Sekunden-Aktion, beziehungsweise nachdem das auch erstmal in die Presse gelandet ist, erst was kursierte es im Netz, dann hat es die Presse aufgegriffen und dann war das Meldegesetz plötzlich in allen Zeitungen, Schlagzeilen überall. Und dann wurden halt auch die Verantwortlichen in Parteien gefragt, sagen Sie mal, wie ist denn das eigentlich gekommen? Und Hans-Peter Uhl hat ganz locker reagiert und gesagt, das wäre Hysterie und Panikmache von Seiten der Datenschützer. Er könnte das überhaupt nicht nachvollziehen, denn eigentlich geht es um was ganz anderes. Zitat, Beispiel. Sie wollen eine Abiturfeier machen und suchen noch zwei ehemalige Mitschüler und wissen nicht, wo sie hingezogen sind. Es geht also gar nicht um die Werbewirtschaft. Er hat das da halt war er auch der Einzige, der das so dachte. Also auch Frau Aigner und Herr Seehofer in der CSU waren da plötzlich ganz anderer Meinung, als die Empörung begann. Ja. Aber wir können jetzt auch mal zeigen, wie es denn wirklich aussieht. Wer fragt denn da eigentlich ab? Große Abfrager sind zum Beispiel die Deutsche Postadresse. Die haben auch Joint Venture mit der Bertelsmann AG. Die Otto Group, der Versandhandel ist da auch recht groß in der Sache. Und Bertelsmann sowieso. Dann gibt es den Punkt mit den gewerblichen Adressmittlern. Da hat es 2008 einen kleinen Skandal gegeben, wo dann auch die Innenministerien der Länder eingeschritten sind, weil es viele solche Adressmittler gibt, die diese parallelen Meldedatenbanken geführt haben. Und hier sehen wir das nochmal hübsch als Grafik. Da sehen wir, wie die Zusammenhänge sind. Es gibt also unterschiedliche Kategorien hier. Die Umzugsadressen werden natürlich durch die Nachsendeanträge eingesammelt. Hat schon mal einen Big Brother Award bekommen, weil es bei dem Formular der Deutschen Post völlig unmöglich ist, irgendwas richtig zu machen. Das Listbroking, da werden halt Adressen zusammengestellt mit verschiedenen Eigenschaften. Dann gibt es hier die rechtlichen Geschichten, Auskunft, beziehungsweise da wird entschieden, wie wünschenswert ist jemand als Kunde. Da werden also auch weitere Daten hinzugefügt. Das macht hier zum Beispiel Avato Infoscore, eine Bertelsmann
Geschichte und Bürgel, Kreditreform, die kennen wir alle, und die Schufa. Und dann gibt es hier noch die Personenermittlung. Da gibt es dann einen speziellen Bereich der Deutschen Postadresse, die dann im Zweifelsfall auch Leute losschicken, die die Nachbarn mal fragen, wo denn jemand hingezogen sei. Ja, und was war da so im Hintergrund los? Wir hatten es eben schon kurz angedeutet, und schön ist immer, wenn man die Fachpresse der anderen Seite liest. Wir empfehlen sehr das Blatt Werben und Verkaufen. Hier wird erklärt, welche Mühen es gemacht hat, das Lobbying im Hintergrund, und hier wird es auch deutlich gesagt, hinter der heftig umstrittenen Veränderung des Meldegesetzes steht in erster Linie der Dachverband ZAW, das ist der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft. Sein Drängen auf die Politik hatte vor allem strategische Gründe. Und die strategischen Gründe sind, es geht gar nicht eigentlich um das Meldegesetz, sondern es geht darum zu verhindern, dass die Einwilligungslösung Standard wird. Das heißt, dass das eine Forderung wird für sämtliche anderen Dinge. Und das werden wir immer wieder finden, da kommen wir auch drauf zurück bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und da solltet ihr ein Auge drauf haben und darauf drängen, dass eben dort die Standardeinstellungen richtig gemacht werden. Und deswegen kämpfen wir auch in Sachen Meldegesetz. Ja, was pikant ist angesichts dieser Aussage zu Hans-Peter Uhl und Abiturfeiern, ist die Tatsache, dass CDU und CSU sich Rat bei Lobbyisten gesucht haben. Und im Dezember 2011 luden Helmut Brandt und der eben genannte Hans-Peter Uhl zu einer internen Anhörung ein. Zu Gast waren die Deutsche Post, die GdV, also der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, der BDIU, also Bundesverband der deutschen Inkassounternehmen, und noch viele andere Freunde, die neutralen Rat geben. Verbraucherschützer und Datenschützer waren nicht eingeladen. Die waren nicht zufrieden mit dem Regierungsentwurf, und deswegen haben sie dann nochmal Druck auf die Fraktionen gemacht, also von der CDU-CSU. Das Treffen war im Anfang Dezember, dieses Lobbytreffen dort. Und interessanterweise ist dann dem Herrn Brandt von der CDU ein kleiner Lapsus unterlaufen, und zwar in der ersten Lesung am 26. April 2012 hat er nämlich schon einen Absatz 4 eines Gesetzes erwähnt in seiner Rede, der zu der Zeit noch gar nicht drin war, sondern das war der Entwurf, den sie dann später vorgelegt haben im Innenausschuss einen Tag vor der zweiten und dritten Lesung. Ja, aber Versicherungswirtschaft und Inkassounternehmen sind nicht die einzigen, die Daten bekommen, sondern da gibt es einen ganzen Blumenstrauß von Behörden, Menschen und auch Unternehmen, die sich bedienen dürfen. GEZ ist einer, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist. Was vielen nicht bekannt ist, ist auch, dass die Bundeswehr Meldedaten bekommt, zum Teil auch von Jugendlichen und Kindern, die noch nicht volljährig sind. Es kann passieren, dass auch 16-Jährige Post von der Bundeswehr bekommen mit schönen Infobroschüren, wo für Auslandseinsätze geworben wird. Das kann passieren. Parteien können auch Daten kaufen, und zwar zum Zwecke der Wahlwerbung im Vorfeld von Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Und Parteien dürfen auch gezielt Erstwählerpakete kaufen. Das heißt, es kann passieren, dass die NPD beispielsweise sagt, wir möchten jetzt mal die Erstwähler in diesem Bundesland haben, wenn die NPD genug Geld dafür hat. Und dann darf die Presse noch Meldedaten, also einfache Melderegisterauskünfte abfragen zu sogenannten Alters- und Ehejubiläen. Das ist, glaube ich, noch ein Gesetz, was so ein bisschen Relikt ist, als es damals noch wahrscheinlich regelmäßig annonciert wurde. Dann Adressbuchverlage und Behörden und Forschungsinstitute. Und Behörden und Forschungsinstitute bekommen das natürlich auch zum Teil kostenfrei oder zu ermäßigten Tarifen. Dann bekommen Kirchen noch die Daten. Bei Kirchen ist es auch noch interessant. Man muss nicht mal in der Kirche sein, damit die betreffende Kirche dann meine Daten abfragen kann. Es reicht, wenn ein Angehöriger von mir in dieser Kirche ist. Das berechtigt die Kirche dann schon, die Daten abzufragen. Außerdem natürlich Polizei in In- und Ausland, Geheimdienste natürlich ebenso. Und was uns am Meldegesetz eigentlich auch noch so ein bisschen stört, sind nicht nur die Punkte Einwilligungslösung, Widerspruchslösung und dieser Switch zum Gegenteil in
im Entwurf des Innenausschusses, sondern auch noch ein paar andere Sachen, die im Kleingedruckten stehen, die vielen vielleicht nicht so bekannt sind. Und zwar, dass vorgesehen ist, auch im neuen Entwurf, dass weiterhin die Daten immens lange gespeichert werden. Also bis zu 55 Jahre nach meinem Tod oder nach meinem Wegzug könnten die Daten noch beim Meldeamt meines Vertrauens vorliegen. Und das ist natürlich schon ein bisschen überzogen. Außerdem sollte die Hotelmeldepflicht bestehen bleiben. Das kennen vielleicht viele von euch, die auch heute in einem Hotel übernachtet haben. Man ist beim Hotel verpflichtet, dann Name und Adresse und so weiter anzugeben. Das ist natürlich vollkommen überzogen. Das stellt Hotelbesucher erstmal unter einen Generalverdacht und ist auch in anderen EU-Ländern übrigens nicht üblich. Dann sollte auch noch die Vermieterbescheinigung wieder eingeführt werden. Das heißt, wenn ich mich beim Meldeamt ummelde oder anmelde, dann muss ich eine Bescheinigung mitbringen, dass mein Vermieter mir bestätigt, dass ich auch wirklich dort wohne. Das sollte neu eingeführt werden. Bisher ist es in einigen Bundesländern schon so, in einigen nicht so. Und das ging vor allem auf das Drängen einzelner Länder zurück, unter anderem Berlin. Und Berlin hat argumentiert, dass es bei ihnen immer wieder zu Ärger gekommen ist bei Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen für Schulen, dass Eltern da so ein bisschen geschummelt haben. Ist natürlich die Frage, ob man die Schummelei einiger Eltern bezüglich des Wohnortes dann zum Anlass nehmen will, eine Vermieterbescheinigung bundesweit durchzudrücken. Ich finde das nicht verhältnismäßig. Und die Frage ist, ob man dann nicht eher das Schulsystem reformieren sollte, anstatt... Ja, außerdem noch so schöne Sachen beim neuen Meldegesetz. Es ist vorgesehen, dass es einen Online-Zugriff geben soll für Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und Finanzämter. Und pikant ist auch, dass weiterhin nicht vorgesehen ist, dass Abfragen, egal an wen, protokolliert werden. Und das ist natürlich für mich als Bürger ärgerlich, wenn ich nicht mal rausfinden kann, an wen die Daten gegangen sind. Ja, und es kann auch ein leichtes finanzielles Eigeninteresse von Kommunen unterstellt werden, wenn man sich fragt, wer hat an diesem am Meldegerecht welches Interesse, dann kann man die Kommunen nicht ganz außen vor lassen. Denn da hat es in den letzten Jahren sowohl auf kommunaler Ebene als auch in Städten dann halt auch die Kasse ordentlich geklingelt. Je nach Stadt gibt es da unterschiedliche Geschäftsmodelle. In Sachsen gab es eine kleine Anfrage der Grünen im Landtag und laut Antwort wurden dort 2011 1 Million durch Datenhandel in den Kommunen erwirtschaftet. Aber nur 49% der Meldebehörden haben überhaupt auf die Anfrage geantwortet. Das heißt, es könnte noch mehr sein. Und viele Behörden haben gesagt, ja, wir protokollieren das doch gar nicht. Und das ist ja auch schon mal problematisch. Berlin ist Spitzenreiter mit. In Berlin waren es 2010 rund 3,3 Millionen, die durch diese Weitergabe von Daten gegen Entgelt erwirtschaftet wurden. Das liegt unter anderem daran, dass Berlin sich auf dem Markt für Daten strategisch positioniert hat mit einem Kampfpreis von 1,50 Euro je Datensatz. Das ist schon unteres Feld, weil die Kommunen haben so einen gewissen Spielraum. Also so Spitzenreiter sind durchaus so Preise von 20 Euro, ist aber sehr unüblich. Die meisten spielen weiter runter. Es gibt auch meistens Sondertarife für Online-Zugriffe, ist ja klar. Und bei einigen Städten gibt es noch weitere Sonderkonditionen, zu denen ich gleich kommen werde. Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Ja, genau. Ihr könnt die Statistik beim Stern auf der Seite selber nachlesen noch. Ja, also in Osnabrück gab es beispielsweise so eine kleine Anfrage von der Ratsfraktion UWG und Piraten und die wollten wissen, wie viel Geld wurde eingenommen. Das konnte die Stadt noch beantwortet, so für die beiden Jahre 2010, 2011. Aber als es dann um die Zahl der Anfragen also insgesamt geht, haben sie gesagt, na, können wir nicht so genau sagen, wir haben ja unterschiedliche Tarife. Und einige kriegen das ja auch für umsonst und einige kriegen es halt für weniger. Und ab der 11. Auskunft kostet es nur noch die Hälfte. Das heißt, wenn ich richtig viele Daten abfrage, dann wird es billiger. Auch ein sehr komisches Anreizsystem, wenn man eigentlich sich nicht als Datenhändler bezeichnet. Und die Parteien sind auch unter anderem Nutznießer dieses Systems. Die haben nämlich auch Sonderkonditionen, wenn sie beispielsweise Erstwählerverzeichnisse anfragen. Laut Antwort der kleinen Anfrage der Stadt Osnabrück zahlen die erstmal eine Grundgebühr für eine Anfrage 14,80 Euro. Dann gibt es so eine Pauschale 0,001 Euro pro registrierten Einwohner. Zusätzlich 3 Cent pro Datensatz für den ausgewählten, beispielsweise Erstwähler. Und das ist immens wenig. Daher würde ich an alle, die noch vielleicht Kontakte in Stadträte oder Kommunal
Parlamente haben, appellieren. Es gibt so Musteranfragen, die kann man gerne auch an eine Partei des Vertrauens weiterreichen oder an Abgeordnete ihres Vertrauens. Einfach copy-pasten, Partei und Land und Stadt dazu tragen und einfach mal nachfragen, wie viel kommunal denn eigentlich mit Daten gehandelt wurde. Ist bei Katha im Blog. Ja, einen Link gibt es später. Jo, ihr habt gesehen, dieses das wunderschöne 57-Sekunden-Video. Wir dachten aber, okay, das Gesetz ist durch, was können wir noch machen? Dann zeichnete sich doch ab, dass eben genau durch die Art der Abstimmung, die eigentlich gar nicht der Punkt ist, das Gesetz zum Skandal wurde und dass damit es möglich war, Leute zu mobilisieren. Campact und Föbot, die wir jetzt übrigens Digitalcourage heißen, seit diesem Jahr, haben dann eine Kampagne losgetreten und wir haben Unterstützer gesammelt und das ging dann alles ganz rasend schnell. Dann ist die Verbraucherzentrale Bundesverband, der Verbraucherzentrale Bundesverband, dazugekommen. Es gibt Namen, die sind noch komplizierter als Föbot und die Deutsche Vereinigung für Datenschutz. Und das war eine sehr schlagkräftige Verbindung, weil wir alle in unterschiedlichen Bereichen unsere Qualitäten haben und dann haben wir losgelegt. Ja, wir haben erstmal gemeinsame Forderungen aufgestellt, und zwar drei Punkte. Erstens haben wir gefordert, dass Melderegister zukünftig ohne rechtliches Interesse nur noch auf Grundlage einer Einwilligung erteilt werden dürfen. Das heißt, wir wollen eine Einwilligungslösung. Zweitens wollen wir aber auch, dass die Einwilligung gegenüber der betreffenden Meldebehörde gegeben werden muss und nicht gegenüber dem Unternehmen. Und drittens wollen wir, dass die Zweckbindung für Melderegisterauskünfte zu stärken ist. Das heißt, wenn Daten für einen bestimmten Zweck abgefragt wurden, dürfen diese auch nur für diesen Zweck benutzt werden, beispielsweise bei Inkassounternehmen nur fürs Eintreiben der Forderungen. Der jeweiligen Forderung. Ja. So, das sind die gemeinsamen Forderungen des Bündnisses. Und es gibt noch zwei weitere, die aus eher bürokratischen Gründen VZBV und Campact nicht mittragen durften. Die haben wir aber zusätzlich an die Politiker reingereicht, nämlich dass die Hotelmeldepflicht und die Vermieterbescheinigung ersatzlos zu streichen sind. Das sind obrigkeitsstaatliche Anwandlungen, die wir nicht im Meldegesetz haben wollen. Jo, die Online-Kampagne lief verdammt gut. Wir haben fast 200.000 Unterstützer zusammenbekommen. Es sind jetzt gerade 199.333, glaube ich. Das ist der aktuelle Stand. Ihr könnt noch unterschreiben. Es ist aber nicht mehr so wirklich wichtig. Wir haben die Unterschriften ausgedruckt schon überreicht. Es war ziemlich schwer. Ja. Und interessant war auch noch, ich habe mich mit den Leuten von Campact ein bisschen unterhalten in der Anfangszeit und die waren halt auch so ein bisschen erschrocken, was für eine Aufmerksamkeit das bekommen hat und meinten, das einzige Beispiel, wo sie einen ähnlich rasanten Zuwachs an Unterschriften hatten, war nach Fukushima, als sie eine Petition gegen Atomkraft gemacht haben. Jo, und wir sind dann eben nicht nur, weil Klicks im Internet reichen nicht, wir sind dann eben auch persönlich da aufgelaufen und haben einiges weitere unternommen. Das erste Mal sind wir dann vor dem Bundesrat aufgelaufen und zwar als der Innenausschuss des Bundesrates getagt hat. Den gibt es nämlich auch. Und dort wurde die Grundlage dafür gelegt, was danach in der Plenumssitzung vom Bundesrat beschlossen wurde. Und da sind wir dann schon mal gewesen und haben unseren Protest vorgebracht und haben schon mal auch Unterschriften gezeigt. Dann haben wir eine Pressekonferenz organisiert. Dank Verbraucherzentrale Bundesverband hatten wir die Möglichkeit, uns dann auch zu leisten, in der Bundespressekonferenz das zu machen. Das ist ein teures Vergnügen, aber es hat Wirkung, denn viele Journalistinnen und Journalisten kommen eben nur zu so einer Veranstaltung, wenn die dort stattfindet. Wenn wir das im Haus der Demokratie gemacht hätten zum Beispiel, dann wäre es wahrscheinlich das Echo geringer ausgefallen. Aber so war das wirklich klasse. Das haben wir am 18. September gemacht, das war 3 Tage vor der Bundesratssitzung. Und da sind wir dann gleich auch nochmal aufgelaufen und diesmal haben wir nicht nur die kleine, sondern die große Krake mitgebracht. Der ist Otto übrigens.
Dazu gibt es auch wieder ein schönes Video, nämlich mit der Aktion sind wir dann auch in der Tagesschau gelandet. Der Staat als gierige Krake, die sich die Daten ihrer Bürger greift und sie weiter verhökert. Mit diesem Horrorbild wenden sich Demonstranten gegen das neue Meldegesetz. Die Länderchefs können ihre Empörung verstehen. Ich denke, das war wirklich kein Glanzstück deutschen parlamentarischen Geschichte, wie dieses Gesetz durch den Bundestag gerutscht ist. Und zwar während des EM-Halbfinales Deutschland gegen Italien. Der Saal fast leer. Mit knapper Mehrheit wurde ein Gesetz verabschiedet, dessen Text an entscheidender Stelle von den Koalitionsfraktionen verändert worden war. Es erlaubt die Weitergabe von Meldedaten, etwa an Unternehmen, wenn die Bürger keinen ausdrücklichen Widerspruch einlegen. Das soll nach dem Willen der Länder nun geändert werden. Bei der Anfrage nach einer einfachen Melderegisterauskunft muss der Anfragende die Erklärung abgeben, dass die Daten nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Das heißt, für gewerbliche Zwecke darf eine Auskunft nur dann erfolgen, wenn die betroffene Person zuvor eingewilligt hat. Einstimmig überwiesen die Länder das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Geht es nach Datenschützern, müssten die Bürger jeder Weitergabe ihrer Daten vorher zustimmen. Allerdings, das ist wohl nicht durchsetzbar. Insofern finde ich schon gut, dass jetzt für diese Zwecke, nämlich für Werbung und Adresshandel, eine Einwilligung erforderlich ist. Auch so können die Demonstranten ihr Schreckgespenst eigentlich wieder einpacken. Die Bundesregierung hat nämlich signalisiert, dass sie dem Ländervorstoß grundsätzlich zustimmt. Ja, also man sieht, wir sind am Ball geblieben und haben uns nicht damit zufrieden gegeben, dass jetzt wieder großmundig Versprechungen gemacht werden im Zuge einer öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema, dass man es das nächste Mal besser machen wird, sondern wir haben den Politikern konsequent auf die Finger geguckt und ich denke, das ist wichtig, dass man bei solchen Sachen auch am Ball bleibt. Und was wir noch gemacht haben, ist auch hinter den Kulissen noch ein bisschen weitergearbeitet, beziehungsweise die Politiker mit diesmal wirklichen Informationen versorgt, und zwar nicht von der Werbewirtschaft, sondern von Verbraucherschützern beispielsweise. Wir haben eine Fallstudie erstellt. Ich habe mich dazu durch das Best-of der Rechtsabteilung des VZBVs Abmahnungen wegen erschlichenen Einwilligungen gequält und habe da die unglaublichsten Dinge in Geschäftsbedingungen von Unternehmen gesehen. Und Ziel war es, so ein bisschen so einen Überblick zu schaffen, der Politiker dafür sensibilisiert, dass Einwilligungen, die bei Unternehmen vorliegen und also nicht immer wirklich 1a sind. Also wir haben beim VZBV eine lange Geschichte von AGB-Abmahnungen wegen unwirksamen Einwilligungen, wo mit ganz fiesen Methoden gearbeitet wurde, beispielsweise eine Kopplung. Also es gibt das sogenannte Kopplungsverbot. Das verbietet Unternehmen beispielsweise zu sagen, du kannst bei diesem Gewinnspiel irgendwas ganz Tolles gewinnen, dafür musst du mir deine Daten geben und du kannst nur bei diesem Gewinnspiel teilnehmen, wenn du mir deine Daten gibst. Das darf man nicht machen. Tatsächlich werden so Gewinnspiele nur deshalb veranstaltet. Ja. Denkt doch bloß nicht, da will euch jemand was schenken. Genau. Ja, also seit dieses Kopplungsverbot auch vermehrt abgemahnt wird, gibt es auch öfter mal so ein Kästchen, dass man dem noch ausdrücklich zustimmen muss. Viele Unternehmen halten sich aber nach wie vor nicht daran. Und in dem Moment, wo weiterhin beim Melderecht vorgesehen ist, dass nur dem Unternehmen die Einwilligung vorliegen muss und die zum Meldeamt gehen können und sagen, ja, wir haben hier ja eine Einwilligung, also können wir ja die Daten haben, ist gar nicht so sicher, ob das alles 1a sauber vonstatten gegangen ist. Denn Verbraucherorganisationen, die das abmahnen, gibt es viel zu wenige und auch der VZBV kann es sich nicht leisten, die AGBs von allen Unternehmen da durchzuschauen und abzumahnen. Das geht einfach nicht. Deshalb fordern wir, wie gesagt, dass die Einwilligung auch beim Meldeamt vorliegt. Am besten mit einer Standard-Einwilligung, die bei allen Meldebehörden gleich ist. Ja, diese Fallstudie war sehr nützlich und zwar, wir haben dann nämlich auch Lobbying betrieben. Das war halt eine weitere Schiene, auf der wir dann an die Sache rangegangen sind. Wir haben halt mit verschiedenen Politikern und Politikerinnen von den unterschiedlichen Fraktionen Kontakt aufgenommen und haben denen dann auch diese Fallstudie zugeschickt und haben unsere Forderungen denen nochmal vorgetragen. Und ich denke, das war eine ziemlich gute Begründung, warum wir zum Beispiel die Zweckbindung und warum wir die Einwilligungslösung wollen und nicht Widerspruch.
und nicht die Einwilligung bei den Firmen, sondern die Einwilligung beim Meldeamt. Ja, weil man muss ja auch sehen, dass die Behörden keinerlei Interesse weder finanziell noch anderweitig haben, das nachzuprüfen, wenn da in keinster Weise rechtlich geahndet wird, dass sie Daten weitergeben, wenn die Einwilligung nicht in Ordnung war oder dass sie das überhaupt nachprüfen. Das wird einfach nicht passieren. Das ist zu viel Bürokratie. Zusätzlich haben wir noch eine Umfrage gestartet auf unserer Webseite vom VZBV-Projekt Surfer, also Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter, vom surferhabenrechte.de. Und da haben wir mal nachgefragt, wie es denn bei den Meldeämtern in der Praxis aussieht mit Informationen. Und da haben wir rausbekommen, dass die meisten der Teilnehmer überhaupt nicht informiert wurden bei den Meldebehörden, A, dass die Daten überhaupt weitergegeben werden, und B, dass man überhaupt dagegen Widerspruch einlegen kann. Und das zeigt ja eigentlich, dass eine Einwilligungslösung das Einzige ist, was in diesem Fall angemessen ist. Weil wenn die Leute nicht wissen, dass die Daten weitergegeben werden, dann werden sie nicht widersprechen. Und wenn sie nicht wissen, dass sie widersprechen können, werden sie es auch nicht tun. Also. So, die Chronologie geht weiter. Wir sind also hier, der Bundesrat hat es abgelehnt. Was haben die dann gemacht? Die haben das an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Der Vermittlungsausschuss vermittelt halt zwischen Bundestag und Bundesrat, weil es da ja offensichtlich einen Dissens gibt. Beim Vermittlungsausschuss waren wir dann auch noch mal vor der Tür, da zeige ich jetzt kein Bild zu. Das war also am 21. November und der hat dann aber vertagt und hat eine Arbeitsgruppe extra dafür eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe, das ist jetzt schon in der Zukunft, diese Arbeitsgruppe wird voraussichtlich am 14. Januar tagen. Und ich habe die Mitglieder der Arbeitsgruppe herausfinden können und das ist ziemlich gruselig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das hier steht. Also Hans-Peter Uhl ist dabei. Welche Überraschung! Auf dem Schlitz, glaube ich, ist es. Doch, das muss da stehen. Dann haben wir parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, Ole Schröder. Das ist der Mann von Christina. Hier haben wir sie. Ein Reinhard Grindel von der CDU. Nach dem müsst ihr mal gucken, was der sonst so an Reden hält. Dann schaudert euch auch. Michael Hartmann, das ist der Innenexperte der SPD. Das ist der, der, als wir einen Infostand gemacht haben, zu uns kam und sich vor mir aufbaute und sagte, guten Tag, ich bin Michael Hartmann, MdB, innenpolitischer Sprecher der SPD. Ich habe für das BKA-Gesetz gestimmt, für die Vorratsdatenspeicherung, für das Flugsicherheitsgesetz, Punkt, Punkt, Punkt. Wollte ein bisschen diskutieren. Ja, es gibt diverse weitere Leute aus Innenministerien der verschiedenen Länder, Nordrhein-Westfalen, MacPom und Hessen. Und das Schlimme ist, das, was diese Arbeitsgruppe erarbeitet, das wird voraussichtlich im Vermittlungsausschuss nur noch durchgewunken und das wird voraussichtlich dann auch bei Bundestag und Bundesrat passieren. Insofern haben wir jetzt wirklich nur noch ein relativ kleines Zeitfenster, um da an die Leute ranzugehen. Und was da jetzt gerade wieder passiert, es gibt einen Vorschlag des Bundesrates, was jetzt weiter mit dem, also die haben konkrete Änderungen vorgeschlagen. Nun gibt es aber auch einen Entwurf der SPD-geführten Länder, die sich erst so dargestellt haben, so, ja, natürlich, wir wollen was unternehmen und das muss ja, das geht ja so nicht. Wie konnte das passieren? Und hier sehen als ein Beispiel, was sie da jetzt wieder zurückdrehen, ist hier die Zweckbindung. Das hieß hier beim Bundesrat, die hatten gesagt, soweit Daten zum Zwecke der geschäftsmäßigen Anschriftenermittlung für Dritte erhoben werden, also Inkassounternehmen zum Beispiel, dürfen diese nicht weiterverwendet werden. Punkt. Und jetzt guckt euch das Gewusel hier oben mal an. Das will gar keiner lesen. Ne? Denn da wird natürlich mit Haken und Ösen es dann irgendwie doch wieder möglich gemacht. Das sind die Sachen, die passieren, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit nachgelassen hat. Ja, dann kommen wir auch schon gleich zu unserem Fazit. Also man sieht an diesem Beispiel hat man gesehen, dass eine einzelne Sache, die die öffentliche Aufmerksamkeit triggert, beispielsweise so eine schöne Abstimmung, doch noch dafür sorgen kann, dass ein Gesetz, das vorher wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm zusteht.
Und das ist unter anderem dadurch auch möglich gewesen, die Presse so ein bisschen darauf anzusetzen, glaube ich, dass erstmal im Netz ganz viel diskutiert wurde drüber. Und das ist dieser Link zu diesem Video, der auch bei bundestag.de verfügbar und downloadbar ist, ja, weiterverbreitet hat und dass jeder plötzlich darüber gesprochen hat, wie denn nur so eine Abstimmung zustande kommen kann. Udo Vetter hatte dazu gebloggt. Ja. Und viele andere. Und das Schöne daran ist, dass wir direkt im Anschluss quasi diese Unterschriftenkampagne gemacht haben, auch ein breites Bündnis aufgestellt haben und dafür gesorgt haben, dass nachdem die öffentliche Aufmerksamkeit so ein bisschen wieder abgeflacht ist, da trotzdem jemand am Ball geblieben ist, um weiterhin den politischen Prozess zu verfolgen. Denn wir sehen, sobald das Ganze ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit wieder rausgetragen ist, passiert dasselbe, was vorher auch passiert ist. Also da werden wieder versucht, im Kleingedruckten perfide Änderungen einzubringen und das geht ja gar nicht. Also inhaltliche Statements zu einem Zeitpunkt, wo zwar was Böses passiert, aber keine Aufmerksamkeit da ist, bewirken einfach nichts. VZBV hat zum Beispiel zum Meldegesetz ein Statement, halt eine Pressemeldung, glaube ich, rausgegeben, die hat keinen interessiert. Es wurde halt erst zum Thema, als diese Bilder von der Bundestagsabstimmung dann zu sehen waren. Aber man kann sehen, also wir haben beim Fürwort gesagt, das Gesetz ist scheiße, aber was können wir tun, wenn es jetzt schon durch den Bundestag durch ist und das so glatt, was kann man da noch machen? Tatsächlich kann man was unternehmen bei einem Thema, was eigentlich schon juristisch und politisch durch ist, wenn man eine sehr große Menge an Menschen mobilisieren kann. Und das hat in diesem Fall funktioniert. Wir sehen, wie schnell dann plötzlich Bewegung kam und es keiner mehr gewesen sein wollte. Die CSU sagte plötzlich, das kann doch nicht wahr sein, so ein Gesetz darf man doch nicht machen. Und es geht eigentlich auch nur um die Abiturfeiern. Ja. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, wir können ja daraus lernen und wir können daraus lernen, wie wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen wollen. Und gerade zu Zeiten von EMs oder WMs werden ja auch immer wieder Sachen durchgepeitscht. Es wurde auch öfter mal wieder das BKA-Gesetz angesprochen. Das war, glaube ich, auch eine EM, als es durchgestimmt wurde. Und wir müssen einfach, glaube ich, lernen, in breiten Bündnissen auch vielleicht mit Online-Kampagnen zu arbeiten, um auch mehr Menschen außerhalb der sogenannten Szene, sage ich mal, jetzt mitzunehmen und zu mobilisieren. Ich fand das sehr schön, dass bei den Protesten vom Bundesrat wirklich alle Altersgruppen vertreten waren. Also da war, ich glaube, die älteste Demonstrantin war so um die 70. Das stimmt, ja. Ja, so 70 und sie war empört. Sie war vollkommen empört. Sie ist aufgetaucht und wollte einen Pfaffstab haben und meinte, das geht nicht, dass der Staat meine Daten verkauft. Und das war wirklich ein Gesetz, was alle betroffen hat. Gleichermaßen, ob ich jetzt jugendlich bin oder um die 70, egal was für eine Berufsgruppe, egal was für eine Altersgruppe. Und von daher, denke ich, ist das auch so ein Faktor, der vielleicht auch bei der Mobilisierung geholfen hat. Wichtig war, dass wir die Forderungen einfach formuliert haben, dass die auch zu verstehen waren. Mehr technische oder komplexe juristische Dinge zu erklären, kann man in begleitenden Papieren tun, aber die Forderungen müssen ganz klar sein und in diesem Fall mit der Ja zur Einwilligung, also einmal was positiv auch zu fordern, hat viel Spaß gemacht und das hat wirklich sehr viele Leute dann die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen, weil sie auch verstanden haben, um was ging. Ja. Und auch nochmal so ein kleiner Appell an euch, wenn Sachen aus der Presse sind, denkt nicht, sie sind vorbei. Wenn sie in Arbeitsgruppen überwiesen werden oder wenn sie in Ausschüsse überwiesen werden oder in Vermittlungsausschüsse, dann geht die eigentliche politische Arbeit erst richtig los. Und es ist total wichtig, nicht wegzuschauen, sobald die Presse wegschaut, sondern dran zu bleiben und wenn wieder was passiert, auch wieder dabei zu sein, wenn es darum geht, das wieder in die Schlagzeilen zu bringen, wenn es gerechtfertigt ist. Und das ist es leider oft. Und tatsächlich können wir an dieser Stelle auch sehen, dass Institutionen und Akteure wie NGOs an der Stelle total wichtig sind, die an einem Thema dranbleiben. Wir können uns nicht immer um alle Sachen parallel kümmern, aber man muss an den Themen, die man sich genommen hat, an denen muss man dranbleiben. Und deswegen geht es eben nicht nur darum, einmal auf der Straße zu sein oder einmal irgendeine Petition zu unterschreiben, sondern es geht auch darum, solche Organisationen zu stärken, damit sie arbeiten können. Ja, und ich fand die Zusammenarbeit übrigens sehr schön. Wir haben uns sehr gut ergänzt. Einmal Kampakt als Kampagnennetzwerk. Wir haben so diese Online-Kampagne gemacht. Als VZBV konnten wir beispielsweise mit diesem
Forderungspapier zum zur erschlichenen Einwilligung mit diesen Beispielen aus der Praxis halt nochmal etwas aus unserem Erfahrungsschatz beitragen, was wir als Verbraucherorganisation machen können. Und der DVD und auch der Föbot haben halt alle ihre einzelnen Spezialfelder und wir haben uns da sehr gut ergänzt, weil als einzelne Organisation wäre es, glaube ich, so in dieser Form nicht zu wuppen gewesen. Jo. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag und für euer Engagement in der Sache. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, wir haben 3 Mikrofone im Saal, stellt euch bitte bei den Mikrofonen auf. Und wir haben auch einen Signal Angel, der Fragen aus dem Internet auffängt. Und die erste Frage kommt daher jetzt aus dem Internet. Getzig, unser Signal Angel. Jo, danke. Wenn jetzt Worst Case das Gesetz durchkommt, also wenn es gilt letztendlich. Wie wäre dann der Gang, wenn man es trotzdem wieder kippen will? Wäre das dann über eine Verfassungsbeschwerde oder, also wäre ein langer Weg, ne? Also für eine Verfassungsbeschwerde müsstest du erstmal einen Ansatzpunkt finden, dass es halt erfolgsversprechend ist. Und Verfassungsbeschwerden sind halt auch ein langjähriger Prozess. Und nicht jede Verfassungsbeschwerde, die ich einbringe, hat auch Erfolg, angenommen zu werden, sage ich mal. Und der Prozentsatz ist sehr, sehr gering. Ja. Nein, ich denke, wir müssen alles da reinlegen, genau das jetzt zu tun. Also einen weiteren juristischen Weg dazu beschreiten, halte ich für nicht wirklich aussichtsreich. Es könnte natürlich mit anderen politischen Mehrheiten möglich sein, einen neuen Gesetzentwurf, der datenschutzfreundlich ist, einzubringen. Gut, vielen Dank. Dann haben wir hier eine Frage aus der Mitte. Bitte sehr. Hallo. Ihr habt ja geschrieben, dass Ende 2011 der Entwurf irgendwie zunächst erstmal noch dabei war. Wäre für mich die Frage von euch, die Änderungen, die danach gekommen sind, wart ihr jetzt in der Form, wie es zu dem Zeitpunkt war, wart ihr da dafür? Und dass man praktisch für sich selber klären kann, muss man sich jetzt praktisch bloß auf die 3 Änderungen, die ihr praktisch dort vorgestellt habt, fokussieren bei dem Widerstand oder war schon vorher praktisch da Müll dabei, wo man hätte gegen sein müssen? Sagen wir so, der Kabinettsentwurf war eigentlich schon war ein guter Kompromiss. Also mit dem hätte man leben können. Da waren sicherlich auch Sachen drin, die wir nicht ganz toll finden, aber es braucht ja auch eine Mehrheit im Bundestag und dafür war es relativ gut. Also nochmal ganz klar, das vorgeschlagene Bundesmeldegesetz aus dem Kabinett ist erheblich besser als das, was im Moment gilt, also an Landesmeldegesetzen. Das muss man ganz klar sehen. Ein Punkt noch, der mir gerade einfällt, diese Arbeitsgruppe, also was da in Gesprächen ist, ist übrigens auch das neue Gesetz soll evaluiert werden. Es wird aber nicht befristet in der Geltung. Und das Gesetz soll erst zum 01.01.2015 in Kraft treten. Bisher ist 01.01.2014 geplant. Und das heißt im Klartext, dass die Landesmeldegesetze die ganze Zeit weiter gelten und sich während dieser Zeit eben immer noch die Widerspruchslösung gilt in den meisten Ländern und deswegen sich die Adresshändler weiter bedienen können. Es ist keine gute Idee, dieses Gesetz weiter zu verzögern. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Internet. Getzig, unser Signal Angel. Ja, danke. Also hier war noch ein Erfahrungsbericht von der Ummeldung. Da hat die Person einen Antrag dazu bekommen gleich, einen Widerspruchsantrag, aber da waren jetzt manche Institutionen explizit ausgenommen davon. Also da stand drauf, dass zum Beispiel man mit diesem Antrag jetzt nicht der Datenweitergabe an die GEZ zum Beispiel widersprechen kann. Ist das so richtig, wie das da draufsteht, oder kann man das auch durchstreichen und den Widerspruch sozusagen erweitern? Ja, leider ist es so, dass man es nicht durchstreichen kann und dass es halt gesetzlich geregelt ist, dass eben dieser Widerspruch nur sehr begrenzt gegeben werden kann. Normalerweise ist es auch so, dass man, also je nach Land ist es unterschiedlich, hat man einzelne Felder, wo man auch einzeln ankreuzen muss. Widerspreche ich jetzt nur gegen eine Datenweitergabe an Parteien oder gilt das auch für Unternehmen und so weiter und so fort. Also es ist ausdifferenziert, je nach Land ist die Rechtslage unterschiedlich, aber gegen bestimmte Datenweitergaben kann ich mich nicht wehren. Also beispielsweise berechtigte rechtliche Interessen wie Forderungen von den Inkassounternehmen, dagegen kann ich mich nicht wehren. Und genauso kann ich mich nicht gegen die GEZ wehren.
Und bei Polizei und ja, anderen staatlichen Institutionen ist das natürlich genauso. Und mich persönlich hat übrigens sehr beeindruckt, dass ich letztes Jahr eine Melderegisterauskunft für mich beantragt habe beim Einwohnermeldeamt. Das war ein bisschen blödes Format auch. Da stand auf jeder Seite halt noch meine Adresse drauf und der Absender. Aber es waren immerhin 70 Seiten, die ich da bekommen habe vom Einwohnermeldeamt mit allen abgelaufenen Pässen, Steuer-ID, Zensus 2010. Also da wird eine ganze Menge gespeichert. Hier haben wir noch eine Frage aus dem Saal. Da hinten bitte. Ja, für mich ist ja das Thema, ihr habt ja eben gesagt, was hier ein bisschen geholfen hat, war die Art und Weise, wie das Gesetz abgestimmt worden ist. Ich sehe das Problem eher darin, den Skandal, dass das die Regel ist, wie teilweise mit so Sachen verfahren ist. Das heißt, es werden sehr häufig Sachen einfach zu Protokoll gegeben, dass auf den letzten Tag dann noch irgendwelche Änderungen einfließen, die keiner mehr gelesen haben kann. Mehr oder weniger. Und die Frage ist, was kann man dagegen machen? Also ich sag mal, das kann ja eigentlich nicht sein. Also es muss zumindest die Zeit bestehen, dass alle das gelesen haben können. Und wenn Änderungen da sind, müssen die zumindest noch mal erwähnt werden. Zustimmung. Ja, dem können wir nur zustimmen. Ja, vollste Zustimmung, weil es ist als NGO mit einem begrenzten Budget vor allem auch unmöglich, da in einem Tag Nachtschichten zu fahren, um halt noch Gesetze, die auch sehr voluminös sind, sage ich mal, noch auseinanderzunehmen und sich dazu zu positionieren, beziehungsweise überhaupt öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist nahezu unmöglich. Und viele Gesetzesentwürfe werden ja auch noch in nicht öffentlichen Sitzungen zum Teil diskutiert. Das heißt, es ist für uns manchmal auch schwierig, an die Daten zu kommen. Und also die Art der Last-Minute-Änderung ist sehr, sehr üblich. Wir wissen es jetzt aus der Arbeit der Enquete-Kommission auch, dass es dann Tischvorlagen gibt, die kommen dann erst morgens als PDF rein. Wenn man keiner Fraktion angehört, dann hat man auch nur schwer eine Möglichkeit, im Bundestag etwas auszudrucken, um sich das dann nochmal richtig durchzulesen. Und auf die Art und Weise werden dann vorgefertigte Texte reingebracht, wo man dann sagen soll, ob man diesem Textblock jetzt zustimmt oder nicht. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung und das ist so eigentlich auch gar nicht zu machen. Hier noch eine Frage aus der Saalmitte. Ja, mich interessiert, wie ist denn das Verfahren für Bestandsdaten? Also sprich, wie ist vorgesehen, umzugehen mit einer Einwilligungsklausel für bestehende Daten? Also meinst du bei Bestandsdaten, Telekommunikationsbestandsdaten? Nein, die Daten, die schon bei den Meldeämtern sind. Also ich habe ja jetzt irgendeine Regelung, die aktuell gilt. Und wenn ich jetzt nicht wieder hergehe und mich ummelde, habe ich ja auch keine Möglichkeit, ein Kreuzchen zu machen. Ich will jetzt, dass meine Daten weitergegeben werden oder nicht. Naja, es soll dann die Einwilligungslösung gelten. Also das heißt, ich bekomme im Prinzip, oder die Einwohnermeldeämter müssten erst eine Einwilligung bei mir einholen, bevor sie die weitergeben, die Daten. Aktiv. Also wenn das neue Gesetz durchkommt, dann müsstest du eine Einwilligung gegeben haben. Ob die Meldebehörden von sich aus da einzelne Anfragen rausschicken werden, das wage ich zu bezweifeln, weil das würde großen finanziellen Aufwand bedeuten. Man muss ja auch bedenken, dass das, ja, also das wird ja auch so ein bisschen Externalisierung von Kosten von Unternehmen und Adressbehörden auf Kosten des Steuerzahlers bedeuten. Ich denke nicht, dass das gemacht wird. Aber dann wäre es, denke ich, der Fall, dass, wenn ich mich beispielsweise ummelde oder anmelde, ist dann ein Formular bekommen und dann gesagt wird, ja, wenn Sie wollen, können Sie übrigens Ihre Daten hier freigeben. Zu Bestandsdaten, aber das Stichwort. Ja. Bestandsdaten in der Telekommunikation, das wird ein Thema, was gerade im Moment unter dem Radar durchfliegt und das wird im Januar in erster Lesung im Bundestag. Der Bundesrat hat es initiiert und es geht in erste Lesung in den Bundestag und da solltet ihr ein Auge drauf haben. Ja, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat da auch schon ein sehr umfassendes Forderungspapier und eine Stellungnahme zu verfasst. Es geht um Folgendes: Bestandsdaten sind die Daten, die bei Telekommunikation Anbietern vorliegen über euch, wenn ihr da einen Vertrag abgeschlossen habt. Das können sein Name, Adresse, Geburtsdatum, ja, Telefonnummer, Anschrift, aber auch eure Passwörter, eure PIN und eure PUC und so Sachen. Und es geht da um eine Neuregelung eines Gesetzes. Das muss bis 2013, denke ich, auch neu geregelt werden bis zum Sommer, weil es da eine Verfassungsbeschwerde gab, die in Teilen erfolgreich war.
Und da soll der Zugriff der Strafverfolgungsbehörden neu geregelt werden. Und der Neuentwurf sieht sehr, sehr weitgehende Zugriffsrechte vor, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zu tolerieren sind. Also elektronische Schnittstellen für Abfragen und auch keine Informationen der Betroffenen ist im ersten Entwurf vorgesehen gewesen. Das heißt, ich werde im Nachhinein nicht darüber informiert, dass vielleicht irgendwelche Behörden, beispielsweise der Geheimdienst oder die Polizei, mal meine Zugangsdaten bekommen haben. Und das kann mich auch dann daran hindern, die vielleicht zu ändern, wenn ich im Nachhinein nicht möchte, dass jemand darauf zugreifen kann. Das kann man auf gar keinen Fall hinnehmen. Von daher Augen auf, wenn in der Presse was über Bestandsdaten nochmal steht oder beziehungsweise informiert eure Freunde und euch selbst am besten im Netz über die geplante Neuregelung. Und in den ersten beiden Sitzungen im Januar wird es wahrscheinlich in erster Lesung durch den Bundestag gehen. Ja, dann haben wir noch zwei letzte Fragen aus dem Saal. Einmal hier in der Mitte und dann gleich da drüben. Genau, und zwar geht es auch um die Einwilligungslösung. Nehmen wir jetzt mal den Best Case an, die geht durch. Die Lobbyisten setzen sich nicht durch. Dann sind mir trotzdem zwei potenzielle Problemfelder aufgefallen, weil die Kommunen haben ja tatsächlich ein sehr hohes Eigeninteresse daran, dass man der Einwilligung zustimmt, weil das effizientiv für die mehr Geld bedeutet. Und deshalb appelliere ich an uns alle, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die dann auch so ein lustiges zusätzliches Kreuzchen machen werden und das in so verkausulierten Sachen analog zu allgemeinen Geschäftsbedingungen formulieren werden. Das ist das eine Problem, das ich sehe, was auf uns zukommt, dass sie das halt irgendwie einbauen werden in ihr Meldeformular und auf eine so verkausulierte Weise, dass man als Normalbürger gar nicht realisiert, worum es geht. Das zweite Problem ist, zumindest als ich mich umgemeldet habe, war es so, dass meine neue Stadt mir eine Zuzugsprämie gab. Und auch wenn es sicherlich ein Kopplungsverbot geben könnte, frage ich mich schon, ob es da nicht so Grenzfälle geben wird, wo dann die Stadt sowas schreiben wird, wie von wegen, ja, sie kriegen, also du bist Student, erstes Semester oder was auch immer, oder Azubi, der jetzt umgezogen ist, kriegst 150 Begrüßungsgeld von uns, aber nur, wenn du hier ankreuzt. Das geht nicht. Das Kopplungsverbot bei Unternehmen geht ja eigentlich so auch nicht und es wird trotzdem gemacht. Und ich frage mich halt, ob da nicht so einzelne Beamte dann noch zu sehr kreativen Ideen. Hey, aber ihr könnt doch alle auch eure Programme selber konfigurieren. Auch wenn ihr denkt, der große Teil der Bevölkerung und der Computernutzer kann das nicht. Also geht doch einfach zum Einwohnermeldeamt und macht dort ein Opt-out. Das könnt ihr auch jetzt schon machen. Das gilt dann auch für das Landesmeldegesetz. Macht euch einfach auf den Weg und sagt, ich lege Widerspruch ein. Punkt. Das ist dann für die Weiterverbreitung, also für die Weitergabe zu gewerblichen Zwecken. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit. Wenn man überhaupt nicht will, dass die Adresse weitergegeben wird, außer bei berechtigten Forderungen, also Inkasso oder sowas, oder wenn die Polizei nach einem sucht, dann kann man auch eine generelle Sperre der Adresse vornehmen lassen. Dafür muss man allerdings Gefahr für Leib und Leben nachweisen und die gilt dann auch nur für ein Jahr. Da müsst ihr euch schon was Gutes einfallen lassen. So. Okay. Eine letzte Frage hatte ich noch versprochen. Ganz kurz bitte. Ja, eine ganz kurze Frage lässt sich wahrscheinlich auch kurz beantworten, abgesehen von dem Herrn von der SPD, der sich offenbar vielleicht Ohrfeigen abholen wollte oder was. Gibt es, bei NGOs ist das immer schwierig, die brauchen immer Geld, gibt es Versuche der persönlichen Einflussnahme oder der Einflussnahme durch Unternehmen? Das ist natürlich jetzt genau speziell an euch gerichtet, die Frage. Pass mal auf, ihr braucht Geld, seid doch mal nicht so laut bei dem Thema und... Nein, kann ich ganz klar sagen. Unser Ruf ist, glaube ich, so, dass die wissen, wenn sie das versuchen. Nee, das liegt echt bei euch. Also, und wir sammeln es auch 10-Euro-weise ein. Also wir wollen kein Firmensponsoring, wir wollen auch keine staatliche Unterstützung. Ihr seht, warum. Ja. Nein, kann ich ganz klar Nein sagen. Eine solche Einflussnahme ist nicht versucht worden. Wunderbar. Ja, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an euch für den Vortrag, für das Engagement in der Sache und hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr hier in Hamburg bessere Nachrichten haben. Ganz herzlichen Dank an euch. Applaus